Mich interessieren Schatten deswegen besonders, weil sie schöne Flächen bilden. Das ist eigentlich der Grund, warum ich gerne Dinge male, die starke Schatten werfen. Und ich werde dir jetzt an dem Beispiel von diesem Bild mit dem Stuhl mal zeigen, worauf ich achte, wenn ich das Bild anfange, also wenn ich die Grundlage lege für diese Flächenverteilung im Bild. Die Flächenverteilung im Bild ist sehr, sehr wichtig, weil die Flächenverteilung macht die ganze Komposition aus. Jede Fläche hat ein bestimmtes Gewicht, hat eine bestimmte Richtung und sollte idealerweise mit allen anderen Flächen in irgendeinem angenehmen Verhältnis stehen. Also es sollte irgendein Dialog entstehen zwischen allen Flächen, die im Bild gemalt werden. Und das ist unabhängig davon, ob du gegenständlich oder abstrakt malst. Schatten bilden immer schöne, interessante, abstrakte Muster. Und deswegen male ich gerne Dinge, die starke Schatten werfen. Ich habe jetzt hier den Bildgrund mehrmals mit Gesso grundiert. Und dieses hier ist jetzt eine Untermalung mit dem Pigment, mit der Farbe Grüne Erde. Und das Malmittel ist Liquin. Man kann das auch ohne Liquin machen, einfach nur mit Verdünner. Also ich male jetzt ja hier mit Ölfarben. Also du könntest auch einfach nur Balsam-Terpentinöl nehmen oder geruchsloses Terpentin. Und weil ich aber jetzt ziemlich schnell voran malen will, nehme ich Liquin. Das ist trocknungsbeschleunigend. Ich habe jetzt hier die Untermalung und dann mache ich mir eine erste Vorzeichnung oder eine Vorstellung, eine grobe Vorstellung von dem Motiv. Ich könnte jetzt auch die Vorzeichnung hier drunter setzen und dann die Untermalung über die Vorzeichnung setzen. Das ist wirklich Geschmackssache und das muss man so ein bisschen für sich rausfinden, wie man das am liebsten hat. So, jetzt gucke ich auf mein Motiv und versuche das hier zu platzieren. Und wie fange ich da an? Ich fange erstmal an mit dem ersten Schuss, sage ich mal. Ja, der erste Eindruck, das erste, was ich sehe, und dann korrigiere ich das, was ich im ersten, in dieser ersten Wahrnehmung gesehen habe. Weil nicht unbedingt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Mitte platziere, dann gefällt mir das nicht. Ja, und dann verändere ich das. Also, aber das erste, was ich mache, wenn ich anfange, ich fange einfach an. Ich fange an und schaue, wo die Linien sind, die hier im Bild laufen. Und diese Untermalung, die bleibt jetzt eine ganze Weile feucht. Also die trocknet nicht so schnell. Das heißt, ich kann hier ganz locker dieses Motiv so einskizzieren und ich kann es auch immer wieder auslöschen, wenn mir irgendetwas nicht gefällt. Das, was ich jetzt hier mache mit diesen Linien, das sieht natürlich jetzt erstmal chaotisch aus, aber das ist mein Weg, wie ich ins Bild gehe. Also ich habe daran auch Freude, dass ich dann einfach so das Motiv so ein bisschen mit in Energie, also ein bisschen energisch erfasse. Dieser Stuhl, der hat natürlich eine gewisse Komplexität. Ich muss mir überlegen, wo ich diese Linie von der Wand mache, auf welcher Höhe, und dann muss ich anfangen, das Ganze hier zu platzieren. Für dich ist das jetzt relativ langweilig, das anzuschauen. Ich werde das nachher ein bisschen schneller machen, damit du siehst, wie das fertig aussieht. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, dir zu zeigen, dass es mir nicht nur um die Linien geht, also das sind die Hauptrichtungen im Bild, sondern dann will ich vor allen Dingen die Flächen zeigen, nämlich die Flächen, die dunklen und die hellen Flächen. Und aus den dunklen und hellen Flächen entsteht die Komposition. Das ist das Muster von hellen und dunklen Flächen. Das interessiert mich jetzt zuallererst. In diesem Video möchte ich dir eigentlich zeigen, wie du mehr Achtsamkeit auf die Zwischenräume lenken kannst. Darum geht es eigentlich mir hier, dass du die Zwischenräume, das sind ja die Räume zum Beispiel, also die Leerräume, ja, die sind extrem wichtig.
Man spricht von positivem und negativem Raum in der Malerei oder auch von Weißraum. Das heißt nicht, dass der Raum weiß ist, sondern das kommt aus der Typografie. Und da spricht man davon, dass die Bereiche auf einer Buchseite, die keine Schrift enthalten, das ist der Weißraum. Und das kann man eigentlich auf die Malerei genauso übertragen. Also darauf zu achten und dir da am Anfang vor allen Dingen viel Zeit zu lassen. Wenn du mit Acryl malst, geht das natürlich genauso. Und du beobachtest dein Sujet und versuchst daraufhin diese Räume einfach mal zu beschreiben. Du verzichtest am Anfang total auf die Details und versuchst nur das große Ganze zu sehen. Die hellen Stellen kannst du dir zum Beispiel wiederholen, indem du mit dem Lappen genau diese hellen Stellen hervorholst. Mit der Ölfarbe geht das immer wahnsinnig gut, weil die bleibt halt lange offen. Und dann kannst du dieses Licht- und Schattenmuster wie so ein Bildhauer, der erstmal ganz grob aus dem Holzklotz seine Hauptgrundform rausschält, kannst du auch aus dem Bildgrund mit diesen Flächen dein Motiv rausschälen. Je klarer der Aufbau ist vom Schatten und vom Licht, desto einfacher hast du es nachher beim Malen. Und ich lasse jetzt diese Untermalung mit Vorzeichnung kombiniert erstmal trocknen. Ja, du siehst gleich nochmal das fertige Bild, aber ich widme mich immer am Anfang ganz besonders dieser Flächenverteilung, weil das die Grundlage der Komposition ist. Das vollständige Video kannst du sehen in meiner Online-Akademie. Wenn du mehr Videos von mir sehen möchtest, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und gib mir ein Like oder einen Daumen hoch, besser gesagt, für dieses Video. Ich freue mich auch, von dir zu hören in den Kommentaren. Bis dann!